Neuland betreten jetzt auch Carsten und Meinolf. Wenig besiedelte Pfalz ist sonst nicht so ihr Ding. Gut, aber mehr fahren, einfach immer weniger, gell? Ja, weniger Häuser, weniger Menschen. Auf jeden Fall. Kleinere Straßen. Wir sind hier im Nirgendwo und ich bin wirklich gespannt, was der Kollege auf den Tisch bringt, dass die Leute hierher kommen. Leo und Günni machen die pfälzische Herrenrunde komplett. Also wir haben schon gemerkt, dass der Toni sehr, sehr kritisch beurteilt. Und jetzt, ich sag jetzt mal, umso höher ist jetzt die Erwartungshaltung, oder? Ja, das geht mir genauso. Ich wünsche mir so sehr eine echt tolle Pasta. Also da habe ich so richtig, richtig Bock drauf. Ich freue mich heute auch auf eine gute, handgemachte Küche mit hoffentlich viel Amore. Wenn Toni eins kann, dann Amore ins Essen zaubern. Italienern liegt das ja quasi im Blut. Hallo, herzlich willkommen. Ja, jetzt geht's los. Der Gastgeber ist in Siegerlaune. Ja, endlich mache ich euch fertig. Ich hole euch 10 Punkte raus. Ich könnte mir vorstellen, dass der Toni ganz gut aufkocht. Also Geschmack hat er. Er hat die Gelassenheit. Es könnte spannend werden. Gemütlich, ja. Also gefällt mir gut. Was meint ihr? Mit den grauen Wänden ein bisschen kühl für mich. Ich finde ihn ein bisschen nichtssagend, den Stil, muss ich sagen. Ist schwer einzuordnen. Ich habe noch keine Ahnung, was sonst so richtig erwartet. Auch mal abwarten. Hat so ein bisschen was Chiviles, wenn man die Wände sieht. Und dann auch die Bilder, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber es lädt trotzdem ein zum Bleiben. So ist es nicht, aber es geht mehr. Das Ambiente überzeugt schon mal nicht auf den ersten Blick. Deswegen startet Toni die italienische Charme-Offensive mit Unterstützung seiner besseren Hälfte Gisela. Darf ich vorstellen, das ist meine Lebensgefährtin, meine süße Maus. Wer heißt du denn? Gisela. Hallo Gisela. Das sind die Speisekarten und die Gisela, die wird sich um euch kümmern. Viel Spaß. Ja, und ich komme gleich und nehme die Bestellung auf, ja? Nix in der Hand, dafür aber viel zu lesen vor der Nase. Wie kommt das bei den Gästen an? Ja, ich finde das Konzept eigentlich wirklich gut. Es hat vor allem für mich eins, das ist so diesen frischen Charakter. Da ist Schwung drin, da kannst du mal einfach was rauswischen, wenn es aufgegessen ist. Finde ich genial. Ich mag das auch, diese Kreidetafel, ne? Dann einmal die Bestellungen bitte, liebe Pfälzer. Und dann, ich bringe mal den Namen von den Nudeln nicht raus. Die mit den Trüffelgerieben. Genau die. Genau, die da. Weißt du, beim Chinesen wird stehen die 18. Ich habe genau das gleiche Problem. Tagliolini. Ich schreib's mal genau auf. Genau die. Mhm. Der Gast weiß nicht richtig, wie man es ausspricht. Gisela auch nicht. Ja. Die einen würden vielleicht sagen, könnte unprofessionell sein. Ich finde es halt sympathisch irgendwie. Sympathische Unterstützung bekommt Toni jetzt bei der Zubereitung der Vorspeise in Gestalt von Leo. Was kochst du hier? Ich bin gerade dabei, Büffelmozzarella mit Pilzen als Vorspeise zubereiten. Erstmal bereitet Toni das Salatbett für die Pilze vor. Fangen wir erstmal an hier mit ein bisschen Knoblauch. Was hast du denn da für ein Öl? Ist da der Knoblauch schon drin oder wie? Ja, ich tue den schon vorbereiten. Aha. Ein bisschen. Da kommt nur wirklich normales Öl rein. Ja. Und Knoblauch, das nimmt mehr Geschmack an. Wie lange lässt du den Knoblauch da drin ziehen im Öl? So 2-3 Tage lasse ich den schon ein bisschen ziehen. Finde ich nicht gut und würde ich als Tipp auch nicht so weitergeben. Also wenn, dann nur tagesfrisch. Weil der zieht so nach, mag ich nicht. Ich fange jetzt mal an, die Pilze anzubraten, ne? Aber ich nehme noch ein paar frische Kräuter hier raus von Giselas Garten. Thymian, Rosmarin, Salbei, die kann man ruhig so reingeben. Sieht auch schön nett aus auf dem Teller. Das schaut schon immer lecker aus, ne? Das kann ja das Einfachste in der Pfanne sein. Schaut immer gut aus. Es folgt der eigentliche Hauptbestandteil, die frischen Champignons. Eine Zutat fehlt allerdings noch. Jetzt nehme ich von den Walnüssen hier eine Handvoll. Die haue ich auch noch mit rein. Einmal scharf anbraten, dann wird's wieder ein wenig flüssig in der Pfanne. Und jetzt nehme ich noch Hühnerbrühe. Das ist selbstgemachte Hühnerbrühe. Dauert ein bisschen, aber naja. Selbstgemacht ist selbstgemacht, ne? Also der Toni hat auf jeden Fall einen tollen Anspruch. Das kann man gleich mal sagen. Jetzt nehme ich Vecchia Romagna, das ist ein italienischer Cognac.
ich tue auch die Italiener ein bisschen fördern. Ja. Ist das deine eigene Kreation, dieses Rezept, oder hast du das aus Italien mitgebracht? Nein, das ist so eine eigene Kreation. Das hat mir gut gefallen und da habe ich es übernommen. Jetzt ein bisschen Balsamico-Essig. Ha! Was ist der? Hallo? Seht ihr das, was ich sehe? Er hat selber noch gesagt. Ein Balsamico ist eben kein hochwertiger jetzt. Das ist immer so, man sitzt da in so einem Glashaus. Ne? Wenn du dann unterwegs bist bei mein Lokal, dein Lokal, musst du gut überlegen, was du sagst. Ne? Und dann haut der wirklich noch diese künstliche Balsamico-Glas da drauf. Das ist, nicht gut. Balsamico als Deko, ich glaube, das war von gestern und das sollte man heute vielleicht einfach nicht mehr machen. Dann habe ich hier Büffelmozzarella. Tun wir den schön auf dem Bett anrichten. Schau, die runtergelaufene Klexi, das ist nicht gut. Nein, nein. Die Kräuter kann man ruhig mit dazugeben. Und zum Schluss noch ein ganz besonderes Schmankerl. Und jetzt noch der Oberburner. Jetzt haut er das Zeugs noch quer. Nein, tut mir leid. Das hätte ich anders erwartet. Ist nicht gut. Von dieser sehr deutlichen Kritik des Profis ahnt Toni nichts. Deswegen serviert er noch recht selbstbewusst die Vorspeise. Dann mal guten Hunger, liebe Pfälzer. Meinolf läutet mit dem italienischen Klassiker Vitello Tonnato sein Menü ein. Da sind diese getrockneten Kräuter übrigens beim Vitello Tonnato da. Die kann man kaufen von einer Gewürzfirma, von mehreren übrigens. Die schmecken nicht nach Arsch und nicht nach Friedrich. Gar nicht gut. Nein, gefällt mir nicht. Entscheidend ist aber, ob die getrockneten Kräuter Meinolf gefallen. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so begeistert. Klassisch ist es Kalbsrücken mit Thunfischcreme und Kapern. Man sieht klassisch klar die Thunfischcreme. Die ist sehr schön sämig. Man sieht das auch, das hat eine schöne Struktur. Die wurde aber zunehmend mit dem Pfeffer und dem Salz von den Kapernäpfeln und den Kapern immer kräftiger und intensiver. Aber das wurde halt sehr viel. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist das Vitello, ja, in Form vom Kalbsrücken. Es ist relativ dick. Das waren ja schon mehr kleinere Steakscheiben. Ja. Es ist nicht so zart, wie man es halt kennt. Wenn du es halt schön dünn aufschneidest und es dir fast eigentlich auf der Gabel zergeht. Man musste schon ein bisschen kauen. Ist jetzt nicht so meins gerade. Also für mich ist das jetzt auch nicht. Für mich sind verschiedene Sachen. Für mich ist jetzt der Kalbsrücken zu roh. Ganz klar zu roh. Dann ist die Anrichteweise auch nicht meins. Also mit so einem Kreuzchen von Fleisch und da auf der Soße. Wäre jetzt auch nicht meins. Dann hoffen wir mal, dass der nächste Gast zufriedener ist. Günni hat sich für den gegrillten Ziegenkäse mit Honigdressing entschieden. Gut, jetzt haben wir den Ziegenkäse, ne, à la Toni. Aber er bleibt sich treu. Alles schön am Tellerrand. Der Ziegenkäse ist schön gegrillt. Der erste Bissen war gleich wirklich ein Geschmackserlebnis. Ist der Ziegenkäse fluffig oder eher so speckig von der Konsistenz her? Er neigt zum Speckigen. Hm. Also beim Anschnitt hätte der vielleicht ein wenig volumiger sein können, war vielleicht ein kleines bisschen fest. Entscheidend ist aber in Verbindung mit dem Honigdressing und den Walnüssen war das eine wunderbare, nussige, süße Kombination. Was mir besonders gefällt ist, da war auf dem Grill Thymian mit drauf, es war Salbei dabei. Bei meiner Vorspeise gefehlt hat mir ein Brot dazu, um das letzte bisschen von dem guten Dressing noch mit aufzunehmen. Und er hat so gutes Brot. Das hätte ich, da hätte ich gleich die Werbetrommel für mein Brot gemacht. Ne? Vielleicht hat er es ja vergessen, keine Ahnung. Auch gegenüber scheint es keine Brotbeilage zu geben. Die hätte sich Carsten vielleicht zu seiner Tomatensuppe gewünscht, oder? Oh, schau mal. Das ist ja, da wächst ja Petersilie, also richtig am Tellerrand. Das könnte was werden, Toni. Ne? Da schlägt es vielleicht eine Wurzel und dann der erste Mensch, der Petersilie am Tellerrand wachsen lässt. Ja, die Tomatensuppe, da habe ich jetzt kein kulinarisches Feuerwerk erwartet. Die war nicht ganz fein püriert. Da war noch so, ja, vom Essgefühl der kleine Stückchen, die aber überhaupt gar nicht gestört haben, waren schon noch drin. Eine Prise Salz hätte vielleicht schon ganz gut getan. Das Thema Amore, Liebe und Verliebtsein hat sich beim Salz ja nicht niedergeschlagen. Aber ansonsten schmeckt sie wirklich fein. Ja, in der Mitte war noch so ein Dip. Der kam so
geschmacklich so indifferent daher, womit sich auch so ein bisschen die Frage nach dem Sinn quasi stellt. Der war jetzt weder irgendwie, dass man sagt, er ist sahnig, cremig, käsig oder er ist säuerlich. Er ist auch geschmacklich in der wirklich würzigen Suppe untergegangen. Das ist doch Schmand oder Sahne oder Creme, Sahne, Creme, Sahne, Sahne. Das Ausgarnieren der Ränder, das ist anscheinend so ein bisschen das Standardverfahren, dass die Ränder einfach immer mit frischen Kräutern vollgestreut sind, dass da noch ein bisschen ein Schnickschnack oben drauf ist. Naja, also so als Profi weiß man eben, dass der Tellerrand dem Gast gehört und dass man da gar nichts drauflegen sollte. Danke, Leo. Auch der Mozzarella di Bufala mit Pilzen kommt nicht ohne Randgarnitur daher. Mal gespannt, ob das bei Leos Feedback Erwähnung findet. Ich habe mir den Büffelmozzarella bestellt mit Pilzen. Also bei den Champignons, da schmecke ich jetzt den Cognac, den er da eingesetzt hat, nicht raus. Das macht es einfach wahrscheinlich ein bisschen runder. Schmeckt gut, aber sticht nicht raus. Die waren bissfest. Bei den Pilzen habe ich nichts zu meckern. Die waren einfach lecker. Der Mozzarella hat eine Cremigkeit, hat eine ganz kleine, leichte Säuerlichkeit. Allerdings muss ich auch sagen, dass dieses Wasser, was hier rauskommt, das hätte man vielleicht außen ein bisschen abtropfen können, dass es nicht so ganz so feucht ist auf dem Teller. Ich habe doch auch das gesehen, wie er den rausgenommen hat. Ne? Den kann man schon auch noch mal auf so ein bisschen Küchenkrepp setzen, dass er ein bisschen abtropft. Das stimmt, was er sagt. Ja, hätte ich auch gemacht. Und schon naht der Gastgeber. Das sind bunte Teller, die lieben Italien, die lieben das Mediterrane eben. Da denke ich schon, dass es denen gefällt. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, was da kommt. Jetzt erfährt Toni, in welche Richtung das Punktebarometer ausschlägt. Leo macht den Anfang. Insgesamt bist du bei mir bei einer 6, aber knapp. Ich bin jetzt tendenziell bei der 8. Ja, Toni, bei mir bist du momentan tendenziell so im ersten Gesamteindruck. Bei einer 5. Puh, das hat gesessen. Jetzt muss es die Tomatensuppe rausreißen. Ja, von mir gibt's ein ganz realistisches, klares Trostpflaster. Bis jetzt nach der Vorspeise mit dieser guten Suppe kann ich dir eine starke 7, Tendenz 8 geben. Also für mich gerade so eine 7. Und Toni, wie fühlst du dich? Oh, ein bisschen enttäuschend jetzt. Ja, ich glaube, bei der Verkündung meiner Tendenz war er erstmal so, da wirkt er schon geschockt. Ja, sonst tue ich ihn einbetonieren, wenn ich den italienischen Hengst raushänge. Ja, ja, der Hengst, den muss er erstmal aufwecken, ne? Weil das Valium wirkt noch. Von der durchwachsenen Kritik lässt sich der Gastgeber nicht runterziehen. Mit Volldampf und Meinolf an der Seite geht's Richtung Hauptgang. So, ich bereite jetzt ein Stecchiola vor. Stecchiola machst du? Ja. Super, das ist ja toll. Das ist mein Gericht. Ja, das ist natürlich ganz praktisch für mich. Ja, erhöht vielleicht für ihn nochmal den Druck. Werden wir dann erfahren. Das ist das Geile, wenn du an diesem Wettbewerb teilnimmst, ja, und dann wie gestern der Toni bist, ne? Ich stehe jetzt bei einer 6. Was? Und dann ein bisschen die mal verunsichern, ein bisschen anfeuern. Und dann steht noch der bei dir in der Küche, dem ich gestern nur 6 Punkte gegeben habe. Ne? Da kommt ein bisschen was auf. Das ist ein Rumsteak, ja. Da kommt jetzt so ein Butterfleischschnitt. Man muss sich das vorstellen, das Stück, was du eigentlich runterschneiden willst, wird in der Mitte kurz angeschnitten, nicht ganz durchgeschnitten. Und der zweite Schnitt schneidet erst das Stück Fleisch ab. Dann kannst du es auseinanderklappen und breitflächig besser klopfen. Ja. Das macht Toni dann auch gleich. Platt geklopft bekommt das Fleisch dann noch eine kleine Ölmassage. Gewürztechnisch setzt der Chef auf die Basics. Ich nehme jetzt Salz und Pfeffer. Ja. Tun wir hier schön. Normalerweise macht man es nicht, ja. Aber das Fleisch. Ist eine Mischung? Ja, ist eine Mischung. Das ist eine bunte Pfeffermischung und Salz eben. Okay, man muss natürlich aufpassen, ne? Wenn man das jetzt zu früh mit Salz würzt, finde ich schon, dass das Fleisch ein bisschen anfängt zu schwitzen, gerade wenn es so hauchdünn ist und so. Ja, kann man machen. Sagen wir es mal so, der Prozess findet ja jetzt sofort statt. Fängt ja jetzt gleich an, das Ding zu braten, ne? So, das kommt jetzt auf dem Blech. Da ist schon ein bisschen Öl dran, weil ich benutze es öfters eben. Dann muss man das nicht sauber machen jetzt, weil das hat auch ein bisschen Eigengeschmack. Schon drin. Ne?
Ich habe damit überhaupt keine Probleme, dass er das so macht. Ich glaube, das ist so, das ist Toni. Also ich kenne das Gericht so nicht und ich habe es auch mal so gegoogelt. Ich bin jetzt gespannt. Es wird anscheinend doch nicht frisch so angebraten. Stattdessen bekommt das Fleisch eine Decke aus Tomaten. Er füllt es jetzt mit Tomaten. Schauen wir mal, was da noch reinkommt. Oder raufkommt, ich weiß nicht. Wird es gerollt, wird es gewickelt, wird es nur belegt? Das wird jetzt so ein bisschen geschichtet, dann wird auch das Fleisch geschützt. Das trocknet nicht aus eben, ne? Sonst wird es austrocknet. Ist auch ein tolles Geschmack, weil da entsteht auch ein Süßchen und da kann man schön mit dem Brot reinpumpen. Zum guten Schluss bekommt das Jola-Rind noch ein paar Kräuter ab, nämlich Oregano, Thymian und Knoblauchöl. Und jetzt kommt Parmesan drauf. Ja. Das ist eine Fleischpizza. Hey, geil! Wie es sich für eine gute Pizza gehört, besteht die letzte Schicht aus Mozzarella, Basilikum und Olivenöl. So, und das schiebe ich jetzt bei 231 Grad rein. Okay. Also schon, so da ist 10 schon ordentlich Minuten Tempo. Ungefähr. Ja. Dann ist es schon. Okay, cool. Geil. Also ich muss ganz offen sagen, hätte ich Bock drauf auf das Gericht, ne? Da könnte ich meinen Nachbarn noch einladen. Das ist für zwei, ne? Das ist Familienfleischpizza. Meinolf eilt zurück an den Tisch und Toni richtet an. Dann heißt es endlich, guten Appetit zum zweiten Gang im Endlich, liebe Pfälzer. Tagliarini mit weißen Tüpfeln. Sag's, Tagliarini. Tagliarini. Das kann nur ein echter Italiener so aussprechen. Also das bringt der Franke nicht hin. Und endlich ist Tonis Geheimwaffe am Start. Jetzt ist das tolle Brot da, das hätte er vorhin servieren müssen. Dann versinkt der Tisch in genießerischem Schweigen. Leo hat sich für die Knoblauchpizza mit Chilifäden entschieden. Das ist ja eine Pizza mit Knoblauch-Chilifäden. Nein! Nein! Das kann man doch nicht machen! Diese Chilifäden, das ist doch. Ach, nein! Schreit Leo innerlich etwa auch nein? Das ist eine richtig schöne italienische Pizza mit dickem Rand, schön luftig. Nicht so viel Belag drauf. Durch diese fehlende Tomate schmeckt die nicht ganz so süßlich wie eine normale Pizza. Und mit dieser Creme, die da drauf ist, dieser Knoblauchcreme, bisschen Käse, Chilifäden, ist es eine schöne Kombination, die nicht zu schwer ist. Der mag das. Die Chilifäden da oben drauf sind ein bisschen schwierig zu essen. Man hat Schwierigkeiten, es abzubeißen. Diese Chilifäden, nur dass die Leute das da draußen verstehen, kauft die nicht. Die schmecken einfach furzig, trocken, muffig. Das ist nichts. Der Rest ist wirklich perfekt italienisch leckere Pizza. Ach du Scheiße, Leo feiert's. Mal sehen, ob gegenüber auch die Fleischpizza gefeiert wird. Die läuft eigentlich unter dem Namen Steak Jola und wurde von Meinolf geordert. Als Beilage gibt es Pizzabrot. Ich fange damit einfach mal an. Ich nenne das mal kurz, das ist geil. Es ist richtig gut, super saftig und es ist geschmacklich einfach Bombe. Kommen wir mal zum Steak. Ich war so ein bisschen in der Diskrepanz zu sagen, okay, krass, wie groß? Ja, krass groß, sage ich ja. Und würde ich das jetzt auch so machen oder würde ich das schöner zurechtschneiden, sodass es ein bisschen eleganter wirkt? Die Würzung vom Steak gefällt mir sehr gut. Das Fleisch ist sehr schön saftig, man sieht das tatsächlich auch. Da ist es noch ein bisschen rosa an den Rändern. Das ist einfach schon ein bisschen trockener, da ist es auch so ein bisschen angegraut. Da wird es dann halt haptisch ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen mehr kauen. Ja, aber in der Mitte ist es super. Aber das ist einfach zu viel gewesen auch. Das ist ja ein Riesenlappen. Das ist ja wirklich. Und ich glaube, das ist noch nicht mal alles. Glaube ich ganz ehrlich, weil das war vorhin noch größer. Nach der Vorspeise gab es ordentlich Gegenwind. Trotzdem traut sich der Gastgeber mit lächelndem Gesicht an den Tisch. Ja, es war gut, mein Lieber. Damit meint Carsten seine Wahl des Hauptgangs, nämlich Zander mit getrüffelten Gnocchi. Geschmacklich hervorragend, hat mich begeistert. Lecker, gut abgerundet, ordentlich Trüffel drüber.
Wenn der Toni die Gnocchi selber macht, dann könnte er vielleicht dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzen, wenn er einfach ein bisschen Trüffel in die Gnocchiwasser einarbeitet, weil dann auch die Gnocchis den schönen Trüffelgeschmack haben. Ich würde das nicht machen, dann kommt man dahin, dass jemand, der vielleicht sich mal an Trüffel ranwagt, das wird dann too much. Der Zander ist im Prinzip ganz leicht angebraten. Man sieht einfach, er ist auch noch saftig innen drin. Da ist schon einfach noch ordentlich Dampf drin. Wirklich gut gemacht. Kleiner Kritikpunkt ist vielleicht die Anrichteweise. Sie sah so ein bisschen flach aus und so, da ist ein bisschen Höhe gefehlt und so. Und hast dann überall die grünen Blättchen drauf gestreut. Das sah schon so ein bisschen nach italienischer Landhausküche aus. Es zieht sich durch und der Carsten ist da auch quasi mein Sprachrohr. Ich habe es von der ersten Sekunde an gesagt. Also ich finde es auch zu viel jetzt langsam. Ansonsten mache ich auch manchmal anders. Also wird ein bisschen Türmchen gebaut. Aber wenn man keine Zeit hat. Wir haben vor Corona ganz normal geöffnete Lokale, wo normales à la carte Geschäft nebenbei läuft. Und jetzt hat man Zeit, sich auf 4 Personen zu konzentrieren. Dieses Argument zählt nicht. Ein Feedback steht noch aus. Und auf das ist Mike höchst gespannt. So, jetzt kommen meine Trüffelpasta. Bitte sag mir noch mal, wie die Nudeln heißen. Ich wollte es mir so unbedingt merken. Das ist... Das gibt's doch nicht. Tagliarini mit weißem Trüffel. Genau die hat Günni geordert. Hat sie denn geschmeckt? Die sind jetzt in einem schönen tiefen Teller angerichtet. Das finde ich toll. Und er hat den Tellerrand bei dem Gericht sauber gelassen. Ich war vom ersten Augenblick an, ich habe nur ganz wenig aufgenommen. Ich hatte direkt ganz viel Aromen. Geschmacklich war der Trüffel absolut da. Das wünscht man sich auch, wenn man das bestellt. Es war sämig, aber nicht sahnelastig. Ich habe jetzt von der Optik her nur den schwarzen Trüffel gesehen. Ich habe vermutet, dass der weiße Trüffel einfach farblich dann wie weiß, wie ein Teller aussieht. Nein, weil also mit der Nudel untergeht. Die schwarzen habe ich schön gesehen und die weißen hätte ich mir vorgestellt, dass man am Tisch einfach noch mal kurz drüber reibt. Den weißen Trüffel, mein lieber Günni, das ist der weiße Trüffel übrigens, ganz sicher. Ja, kann man machen am Tisch, ist immer eine geile Show. Im realistischen Leben ist die Lebensgefährtin von Toni zwar im Service, aber auch nicht immer da. Die hat auch noch ein anderes Geschäft, das weiß ich zufällig. Und mir leuchtet es ein, dass das drin gemacht wird. Ne? Und schon geht's mit großen Schritten Richtung finalem Gang. Dessert steht an. Was magst du Schönes? Ich mach Zabaione mit Marzahnwein. Ich gestehe, ich habe tatsächlich selbst noch nie Zabaione gemacht. Ich tue jetzt, fang an mal 4 Eier zu trennen. Also ich benutze nur einen Dotter. Toni punktet bei der nächsten Zutat wieder einmal mit selbstgemachtem. Ich habe hier selbst angesetztes Vanilleschote mit Zucker. Dass er den Vanillezucker selbst macht, das finde ich gut. Das sind so oft die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Und jetzt nehme ich mir mal auch 4 Löffel Zucker. Das ist jetzt der normalen Zucker noch mit deinem angesetzten Vanillezucker? Ja, weil das sehr intensiv ist. Ja, und, ja, sonst wird es zu sehr dominant sein. Da mische ich das ein bisschen. Die Masse verrührt der Chef jetzt, bis eine schöne goldgelbe Farbe entsteht. Das hat schon die Farbe ein bisschen gewechselt. Siehst du, das ist cremiger. Zucker hat sich gelöst. Ja. Dann gebe ich jetzt Masala rein. Ah, okay. Masala. Was ist denn hier mal? Ich kenne das auch so mit dem Masala. Ne? Wenn man es alkoholfrei machen möchte, übrigens, kann man auch gerne mit einem guten Saft arbeiten. Ne? Und ich gebe noch mal einen Schuss Vecchia Romagna mit rein. Okay. Jetzt kommt noch ein bisschen Cognac auch dazu. Es wird immer besser. Noch ein Schluck Cognac mit rein. Wunderbar. Okay, übrigens ist das kein richtiger Cognac, sondern es ist eigentlich ein Brandy, ein italienischer Brandy. Ein echter Italiener, der braucht keine Mengenangaben. Der hat es im Handgelenk, oder? Ja, das flutscht eben. Je mehr Alkohol da drin ist, desto mehr freue ich mich da drauf. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit den promillehaltigen Umdrehungen. Ja, schaut aber gut aus. Ist schon gut. Ja, das geht ja dann doch ruckzuck. So, ist fertig. Da kann man jetzt schon anrichten. Vielen Dank, dass du es gezeigt hast. Jetzt freue ich mich richtig auf mein Dessert. Also von mir aus kann es losgehen.
Toni richtet an. Mal sehen, wie viel Garnitur jetzt auch das Dessert verträgt. Am Tisch steigt indes die Vorfreude auf den süßen Abschluss. Wow. Lass euch schmecken. Viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Nur das Eis ist nicht selbst gemacht. Ansonsten ist alles handgemacht, alles handgefertigt. Die mit Top-Produkte, die reißen schon was raus, denke ich. Ah, ich drück die Daumen, Toni. Das wird schon. Meinolf finalisiert mit dem Schokokuchen à la Toni sein Drei-Gänge-Menü. Und ist das gute Stück gelungen? Sehr schokoladig. Geschmacklich ist es sehr gut. Man sieht auch hier noch, dass das nicht komplett durchgebacken ist, sondern dass das noch schön saftig ist. Bei den Früchten, ich bin jetzt nicht so dieser Fan davon, einfach nur zur Deko Früchte, Obst draufzuhauen, damit der Teller sich füllt. Wenn du so einen süßen Kuchen hast, was ja total toll ist, ja, dann brauchst du für mich eigentlich noch einen Säure-Gegenpart und womit man ein bisschen spielen kann. Ja, man kann da schön einen Himbeerspiegel ziehen, da muss auch nicht die teuren Himbeeren einkaufen. Klar, so einen kleinen Spiegel von der Frucht kann man gut dazu machen, aber man könnte auch diese Sache einfach durchwinken. Ja, also Schokoladenküchlein à la Toni haut mich jetzt halt nicht so à la Toni voll um. Ich finde, er schaut gut aus, er schaut handgemacht aus. Ich glaube, dabei kann man es auch belassen. Leo hat sich für das Tartufo Nocciola entschieden. Ist der italienische Klassiker für dich denn das i-Tüpfelchen, lieber Leo? Ja, also die Grundkomponente hier von dem Dessert ist dieses Eis hier in der Mitte. Und das ist ein Nusseis. Ich würde mal sagen, viel Haselnuss. Und das ist schön cremig, zart, schmelzend. Außenrum eine Soße. Ich weiß nicht, was es ist, aber es haut mich richtig von den Socken. Der Toni hat es richtig drauf. Oben das Eis drauf auf dem Dessert ist natürlich ein Klassiker. Tartufo-Eis ist einfach Nuss- und Schokoladeneis ein bisschen. Also, ja, eigentlich Klassiker, ne? Bisschen gewälzte Nüsse noch, passt. Ich glaube, man kann da nichts besser machen. Das ist perfekt. Das ist natürlich geil, ne? Wenn man die Aussage mal erhält, das kann man nicht besser machen. Geil. Die Zabaione Amasala soll Günnis Gaumen beglücken. Tut sie das auch? Ja, ist eigentlich so ein Glas voll Schaumigkeit, ne? Aber die macht einfach glücklich. Meine Zabaione ist wirklich ein Traum. Ja, also die Konsistenz wirklich toll. Der Masala ist schon gut was angekommen im Dessert und ist sehr, sehr kräftig, aber echt im positiven Sinn. Ich habe es im Mund sehr genossen, ist sehr schaumig aufgeschlagen und es zerging auf der Zunge. Die Aromen sind im Gaumen förmlich explodiert. Na schau. Meine Gesamttendenz ist ja eher auf einem guten Niveau und das Dessert behält meine Tendenz bei. Also, das war schon toll. Und last but not least, wie schlägt sich Carstens Tiramisu? Also ausschauen tut's richtig gut. Das Tiramisu ist keine so eine Mascarpone-Bombe. Von der Masse her, die ist eher so ein bisschen sahniger gehalten. Das heißt, einfach auch ein bisschen leichter. Löffelbiskuit angenehm gedrängt, nicht ertrunken. Das finde ich auch sehr positiv, dass es nicht abgesoffen ist. Ansonsten hat er eigentlich eine ganz feine Balance hingekriegt zwischen dem Thema Amaretto, Kakao, der ja so ein bisschen auch eine raue Note mit sich bringt. Und rein von der Tendenz her, was meine Bewertung und meinen Eindruck angeht, hat mir der Toni heute über alle drei Gänge eine solide und gute Leistung gezeigt. Ich fand jetzt nicht, dass Tonis Küche bei mir auf dem Teller mit Extravaganzen geglänzt hat oder mit großen Überraschungsfeuerwerken oder mit unerwarteten Themen um die Ecke gekommen ist. Ich wusste mir eigentlich, was ich bestelle und ich wusste auch, was ich bekomme. Und das habe ich jedes Mal einfach in der guten Qualität bekommen. Deswegen war das für mich einfach solide und gut. Solide ist nicht negativ. Solide heißt durchgängig ganz gut. Einen Gang zum Tisch muss Toni noch hinter sich bringen. Im Gepäck die Rechnung des heutigen Abends. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum ungemütlichen Teil. Die Rechnung natürlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao. Und was steht unterm Strich?
Es sind 164,50 im Ganzen die Rechnung. Und davon sind knapp 130 die Speisen. Meine persönliche Einschätzung ist, das hätte mehr werden können. Es waren immerhin zwei, drei Gerichte mit Trüffel dabei. Es war ein ordentlicher Fetzen Fleisch dabei. Ja, auch die Desserts, nicht unbedingt günstig vom Warenaufwand her. Es ist alles selber gemacht, es ist wirklich gut. Kalbsrücken auch sehr teuer und da gibt es jetzt nichts. Aber ich finde jetzt auch, dass die Aussage von Carsten mit solide gut ausreichend ist. Ja, ich bin noch so ein bisschen im Zwiespalt, ob der Toni für mich so richtig Italien verkörpert hat. Ja, der Meinolf wird nicht viel Punkte geben. Ja, dann macht euch mal Gedanken über die Punktevergabe, liebe Pfälzer. Günni hat auf jeden Fall extra Wünsche. Ich würde mir so eine Zahl zwischendrin wünschen, so eine Komma 5. Wirst du schon entscheiden müssen. Nee. Alle haben ihre Punkte vergeben. Hopp oder top, lieber Toni. Das finde ich geil da mit den Chips, ne? Da hast du gleich mal ein Feedback. Oh, mal sehen. Oh, eine 9. Von wem wohl? Das war bestimmt vom Günni. Na, mal sehen, ob Günni so großzügig war. 8 Punkte. Oh, eine 6. Wer gibt mir eine 6? Also. Meinolf zum Beispiel? Gut gemeinte 6 Punkte. Ich glaube, man hat mir das ja schon angemerkt, dass mich das Konzept jetzt mit Italien heute nicht komplett abgeholt hat. Oh, eine 8. Wird schon wieder besser. Oh, ich denke, Leo, der war begeistert vom Essen. Sogar noch einen Tick begeisterter. 9 Punkte. Das indische Restaurant von Toni und Gisela kommt von mir. Und noch eine 8. Boah, eine 8. 8 Punkte. Jetzt kann es ja nur der Carsten gewesen sein, der uns die 8 gegeben hat. Okay. Gute Leistung. Wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. Ja. Damit hat Toni seinen Vorgänger Meinolf mit einem Punkt überholt und gute 31 Zähler eingeheimst. Die Punkte vom Profi kommen wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen wird's feurig in Leos Burgschenke. Aufpassen, der wäre zu dunkel sonst. Am Tisch hagelt es Kritik. Ich mag zwar Knoblauch, das ist mir aber ein Ticken too much. Das ist mit Sicherheit ein Malheur. Ich hätte mir vielleicht so ein bisschen mehr Buttergeschmack gewünscht. Mir schmeckt das nicht so. Den roten Faden, den sehe ich hier nicht so. Ob der rote Faden wieder auftaucht?